Guten Abend und herzlich willkommen zur Zeit im Bild. Kiew mangelt es an Munition und Soldaten. Die Ukraine gerät auf dem Schlachtfeld immer mehr unter Druck. Sie schwankt zwischen Kriegsmüdigkeit und Überlebenswillen. Eine Pleitewelle rollt durchs Land. Im ersten Quartal wurden 25% mehr Insolvenzen gezählt, vor allem im Bau, im Handel und im Tourismus. Und die Wegwerfwelt. Die UNO warnt, dass immer mehr Elektroschrott anfällt, weil viele neue Geräte gekauft werden, aber nur wenige wiederverwertet. Von Westen her wird das Wetter morgen zunehmend nass. Der Wille der ukrainischen Armee und der Menschen im Land ist ungebrochen, aber die Verteidigungslinien zu halten, das wird immer schwieriger, denn die russischen Angreifer erhöhen stetig den Druck in diesem Krieg. Susanne? Ja, mittlerweile stemmt sich die Ukraine ja schon im dritten Kriegsjahr den russischen Truppen entgegen. Diese russischen Truppen, die halten derzeit rund 17,9% der ukrainischen Landfläche besetzt. Aber es war schon weit mehr in russischer Hand. Zu Beginn des Krieges, da waren es mehr als 25% der Ukraine, die die Kreml-Truppen für sich beansprucht haben. Mit dem Rückzug der russischen Soldaten aus dem Norden der Ukraine ist der Anteil dann auf 20% gefallen. Die Ukraine hat sich dann auch mit ihren Gegenoffensiven weiter Land zurückgeholt. Die Städte Kharkiv und Kherson wurden ja befreit. Und damit sind eben noch diese 17,9% der ukrainischen Landesfläche unter Kontrolle der russischen Angreifer. Und daran hat sich, das sieht man hier ganz klar, seit Ende 2022 im Wesentlichen nichts mehr geändert. Keine der beiden Kriegsparteien schafft noch wesentliche Fortschritte, reibt sich auf in einem verlustreichen Stellungskrieg. Wenn ukrainische Einheiten Richtung russischer Stellungen feuern, müssen sie immer zweimal nachdenken. Munition als Mangelware. Der Militäranalyst Franz Stefan Gadi hat das bei einem Frontbesuch vor kurzem aus erster Hand mitbekommen. Im Durchschnitt konnten wir berechnen, dass die russische Feuerwehrlegenheit gegenüber den ukrainischen Streitkräften bei etwa 5:1 bis 6:1 liegt. Es fehlt nicht nur an Feuerkraft, es fehlt auch an Verteidigungsstellungen und vor allem an Personal. Ich glaube, eine zusätzliche Mobilisierungswelle ist unabdingbar. Die ukrainischen Streitkräfte brauchen neue Personalreserven, sie brauchen neue Truppen, die der Front zugefügt werden müssen. Neue Soldaten einziehen ist unpopulär und politisch heikel für Präsident Zelensky. Es dürfte aber kein Weg daran vorbeiführen. Die Moral sei weiter hoch, aber die Truppen brauchen Verstärkung und sie müssen öfter ausgetauscht werden. Das sehe ich doch sehr stark immer wieder, wenn ich an der Front bin, eben, dass hier auch die geistige Abnutzung, vor allem psychologische Probleme zunehmen. Und dass natürlich auch das ein Faktor ist, warum es schon eine gewisse Kriegsmüdigkeit an der Front selbst gibt. Die Ukraine im beginnenden dritten Kriegsjahr zwischen Erschöpfung und dem Willen, dem Angreifer Russland weiter die Stirn zu bieten. Der Feind macht gerade Druck, sagt er. Unsere Burschen halten unter sehr schwierigen Bedingungen dagegen. Aber ohne Waffen und Munition aus dem Ausland kann Soldat Alexandra die Freiheit seines Landes kaum verteidigen. Um die Wirtschaft in der Ukraine zu unterstützen, hat die Europäische Union nach Kriegsbeginn ja die Zölle für viele Agrarprodukte ausgesetzt. Das hat allerdings nach und nach zu Bauernprotesten geführt. Denn die ukrainischen Produkte sind ohne Zölle billiger und das hat die Preise insgesamt gedrückt. Nun hat die EU entschieden, dass die Zölle ab einer gewissen Grenze wieder eingeführt werden sollen. Seit Monaten demonstrieren in der EU die Bauern auch gegen zollfreie Agrarimporte aus der Ukraine. Dennoch sind diese Importe wichtig, vor allem für die Lebensmittelsicherheit, etwa in Afrika. Nun finden die EU-Mitgliedstaaten und das EU-Parlament einen Kompromiss. Produkte wie Geflügel oder Zucker sollen bis zu einer bestimmten Menge bis Juni nächsten Jahres weiter zollfrei bleiben. Getreide wie Weizen ohne Mengenbeschränkung. Auch Bundeskanzler Nehammer findet das sinnvoll. Das ist eine wichtige Maßnahme für die europäische, auch für die österreichische Landwirtschaft, damit hier nicht Ungleichgewichte geschaffen werden. Auch bei einem anderen Ukraine-Thema gibt es heute eine Entscheidung. Die EU will künftig Zinserträge von eingefrorenen Vermögen der russischen Zentralbank für die Ukraine einziehen. Jährlich rechnet man mit 3 bis 4 Milliarden Euro. EU-Außenbeauftragter Josep Borrell will damit auch Waffen finanzieren. Soldaten kämpfen nicht mit Geldscheinen. Sie brauchen Waffen, um ihr Volk zu verteidigen. Mit diesem Geld sollen bestehende Ukraine-Hilfen aufgestockt werden.
Lange war es rechtlich strittig, wie und ob man mit eingefrorenen Vermögen der russischen Zentralbank in Europa die Ukraine-Hilfe finanzieren kann. Dass man nun einmal auf die Zinserträge dieser Vermögen zurückgreift, scheint zumindest juristisch wasserdicht. Ja, und Zinsen sind das Stichwort, das uns weiterführt nach Japan. Denn dort ist etwas passiert, das es 17 Jahre lang nicht mehr gegeben hat. Die Notenbank hat die Zinsen angehoben, allerdings nur minimal auf 0,1%. Mit Nullzinsen versucht das hochverschuldete Land seit langem, die Wirtschaft anzukurbeln, mit bescheidenem Erfolg. Es ist ein kleiner Schritt, der eine große Geschichte erzählt. Die Preise in Japan steigen wieder. Deshalb hebt die Notenbank zum ersten Mal seit 2007 die Zinsen an. Jahrzehntelang sind die Preise gesunken und die Wirtschaft ist stillgestanden. Ich denke, es ist ein Signal an die Wirtschaftsteilnehmer. Wir sind zurück in die Normalität. Wir sind aus dem Ausnahmezustand heraus. Japan hat die Phase der Zinserhöhungen der anderen Industrienationen nicht mitgemacht. Niedrige Zinsen sollten helfen, Investitionen zu fördern. Jetzt werden wieder mehr Kredite vergeben. Die Inflation liegt über 2%, auch die Löhne steigen um mehr als 5%. Das soll Nachfrage und Wachstum ankurbeln. Aber trotzdem wächst die Wirtschaft noch immer kaum. Zuwanderung ist nicht erwünscht, die Bevölkerung ist alt und japanische Unternehmen investieren lieber im Ausland als in Japan. Japan sei Europa in der Entwicklung voraus. Könnte es Europa bald ähnlich gehen? Es ist durchaus möglich, weil wir ja auch unter einem Schwund an Arbeitskräften leiden in Europa durch die Bevölkerungsentwicklung. Japans Entwicklung könnte also eine Warnung sein. Österreich wählt im Herbst und die Parteien rüsten thematisch auf. SPÖ-Chef Andreas Babler präsentiert heute seine wirtschaftspolitischen Ideen an einem ungewöhnlichen Ort. Er ist zu Besuch in Berlin bei der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung. Babler kann sich da einen 20 Milliarden schweren Transformationsfonds vorstellen, mit dem sich der Staat auch an Unternehmen beteiligen soll, um diese etwa bei der Energiewende zu unterstützen. Der österreichische SPÖ-Chef fühlt sich in seinem Element. Bei der deutschen SPD-Stiftung in Berlin präsentiert er seine Ideen einer progressiven Wirtschaftspolitik. Mehr Staat und weniger Privatwirtschaft. Dafür will er tief in die Staatskasse greifen. Ich habe in Österreich einen ganz konkreten Plan und werde vorschlagen, dass wir einen Transformationsfonds, einen Österreich-Trafo in der Kurzfassung präsentieren, der 20 Milliarden Euro groß sein muss. Als politische Initiative, als Willenserklärung, als Prioritätensitzung, als Ansage, was moderne Industriepolitik anbelangt. Der SPÖ-Chef möchte den Markt stärker regulieren, etwa bei der Energie- und Trinkwasserversorgung, aber auch in anderen Wirtschaftsbereichen und bei Betrieben mitbestimmen, wenn sie Geld aus diesem Transformationsfonds bekommen, eine Art Rückkehr zu einer Staatsbeteiligung. Nämlich in der Firmenbeteiligung. Dass ich es nie verstanden habe, dass wir immer nur bei Verlusten beteiligt werden. Wir alle miteinander als Bürgerinnen und Bürger immer dann da waren bei Staatsbeteiligungen, wenn es darum gegangen ist, Verluste abzudecken. Ich mag es progressiv anders denken. Solche Ideen gefallen bei der SPD-Stiftung in Berlin. In Österreich dürften sie für einige Kontroversen sorgen. Ich sage, der Staat muss Industriepolitik, Standardpolitik und vor allem ökologisch in aller Radikalität führen. Solche Vorstöße scheinen gut überlegt und gehören wohl zum Bablerschen Wahlkampfkalkül. Zu den Anliegen der SPÖ gehört ja ganz wesentlich, dass die Wohnkosten sinken oder zumindest nicht weiter steigen sollen. Und nach einigen rhetorischen Gefechten hat die Partei heute doch noch in weiten Teilen dem Wohnbaupaket zugestimmt, das die Regierung in den Nationalrat gebracht hat, so wie auch fast alle anderen Parteien. Das Paket ist mehr als 2 Milliarden Euro schwer, es soll günstigen Wohnraum fördern und einige Gebühren werden gestrichen. Das Parlament in saniertem Glanz, seit über einem Jahr keine Baustelle mehr. Doch mehr Baustellen im Land sind das Ziel des Wohnbaupakets der Koalitionsparteien. Das sind Maßnahmen, auf die viele Bürgerinnen und Bürger warten. Das sind Maßnahmen, die die Baukonjunktur ankurbeln wird. Und das sind Maßnahmen, die ganz viele Menschen unterstützen werden beim Eigentumserwerb oder bei ihren Sanierungsarbeiten, die sie zu Hause geplant haben. Mit diesem Wohnbaupaket sorgen wir auf mehreren Ebenen für nachhaltig leistbares Wohnen und ökologisieren gleichzeitig den Wohnbau, damit die Menschen in Österreich langfristig bei den Wohnkosten aufatmen können. Die SPÖ vermisst weitere Maßnahmen gegen gestiegene Mieten und hohe bestehende Immokreditzinsen. Dieses schlecht gemachte Baukonjunkturpaket ist besser als gar nichts. Aber ein echtes, starkes Paket, das Wohnen in Österreich wieder leistbar macht, schaut definitiv anders aus. Die Länder können künftig Kredite mit nur 1,5% Zinsen vergeben. Nicht zielführend aus NEOS-Sicht. Beispielsweise
wird da gesagt, ja, wir stellen den Ländern Geld zur Verfügung, damit sie mehr Wohnbaudarlehen geben können. Eine halbe Milliarde. Ja. Also erstens, die Länder hätten genug Geld, hätten sie, geben es halt anders aus. Nicht? Der FPÖ wiederum ist die Obergrenze für die Befreiung von Grundbuch- und Pfandrechtsgebühren zu hoch angesetzt. Es ist auch vollkommen unverständlich, dass auch diejenigen gefördert werden, die sich eine Immobilie zu einem Kaufpreis von fast 2 Millionen Euro leisten können. Doch trotz aller Kritik, am Ende stimmt die FPÖ dem Wohnbaupaket zu, die SPÖ in weiten Teilen, die NEOS nur der Gebührenbefreiung. Und an der Schnittstelle zwischen Politik und Justiz bewegt sich heute wieder die ZIB 2. Dort ist der neue Präsident des Obersten Gerichtshofs zu Gast, Georg Kodek, um 22 Uhr bei Armin Wolf in ORF 2. Die Zahl der Firmeninsolvenzen steigt stark an. Heuer sind in Österreich bisher rund 1.700 Firmen in die Pleite gerutscht. Das rechnet der Kreditschutzverband von 1870 heute vor. Und das ist um ein Viertel mehr als im selben Zeitraum im Vorjahr. Besonders in der Krise steckt derzeit der Bau. Hier gab es die meisten Pleiten. Aber auch im Tourismus und im Handel mussten viele Firmen Insolvenz anmelden. Wir haben uns in einem Modegeschäft umgehört. Die Modekette Jones am Graben in Wien. In bester Lage wird hier Damenmode verkauft. Vergangenen November ist das Modelabel in die Insolvenz gerutscht, zum bereits zweiten Mal. 9 Filialen mussten schließen. Alles wurde teurer und wir hatten allein letztes Jahr an Betriebskosten über 1,3 Millionen mehr als das Jahr davor. Das waren die Mieten, das waren Gehälter, das waren eben die Energiekosten. Mittlerweile ist die Sanierung abgeschlossen. Der Handel ist auch jene Branche mit der größten Steigerung an Pleiten. Der Anstieg an Unternehmensinsolvenzen insgesamt sei stärker als erwartet, so der Kreditschützer. Wir haben das insolvenzreichste Quartal seit 2009. Neben dem Handel haben auch die Gastronomie und der Bau mit besonders vielen Pleiten zu kämpfen. Die Gründe dafür? Die Nachholeffekte zum Teil, die wir gesehen haben. Wir sehen aber auch die Kostensteigerungen. Wir sehen, dass die Inflation, aber auch das Zinsniveau dementsprechend gestiegen ist und daher ist die Finanzierung auch schwieriger geworden. Auch deshalb werden Insolvenzen immer größer, die Schulden also mehr, so auch die Zahl der betroffenen Mitarbeiter, die sich im ersten Quartal verdoppelt hat. Bei Jones wurden mit der Insolvenz im November 40 der 140 Beschäftigten gekündigt. Ich glaube, dass die nächsten 1, 2, 3 Monate noch etwas schwierig werden, aber ich bin 100% überzeugt, dass im Herbst der Handel besser funktionieren wird. Vorausgesetzt, die Konsumlaune der Menschen spielt mit. Rund 60 Millionen Eier werden rund um Ostern in Österreich gekocht, gefärbt und gegessen. Rein rechnerisch könnte diese Menge allein mit Eiern von heimischen Bauernhöfen gestemmt werden. Aber trotzdem stammt inzwischen fast jedes zweite Ei aus dem Ausland. Täglich werden damit 1,8 Millionen Eier importiert, kritisieren die Vierpfoten. Und damit nicht genug, der Großteil dieser Eier stammt von Hennen aus Käfighaltung, die bei uns ja schon lang verboten ist. Diese hart gekochten und gefärbten Eier gelten als verarbeitet und dürften in Österreich gänzlich anonym bleiben. Woher die Hennen kommen, die sie gelegt haben und wie sie gehalten wurden, muss anders als bei Frischeiern nicht gekennzeichnet werden. Die heimischen Supermärkte kennzeichnen die bunten Eier trotzdem auf freiwillige Basis. Das sollte bei allen Produkten so sein, in welchen Eier verarbeitet werden. Und zwar nicht freiwillig, sondern verpflichtend, fordern die österreichische Geflügelwirtschaft und die Vierpfoten. 1,8 Millionen Eier werden täglich nach Österreich importiert und verarbeitet. Wir importieren eigentlich Tierqual aus dem Ausland. Obwohl die Käfighaltung in Österreich seit 2020 verboten ist, darf man es natürlich importieren. Und so landen eben gerade die verarbeiteten Eiern dann eben auf den Tellern und im Einkaufswagerl, ohne dass man eigentlich weiß, wie wurden die Tiere gehalten, die da dahinter stecken. Aus dem Gesundheitsministerium heißt es, Konsumentinnen und Konsumenten sollten natürlich wissen, was auf ihrem Teller landet. Aber durch längere Lieferketten und Verarbeitungsschritte sei es kompliziert, eine Kennzeichnungspflicht umzusetzen. Gemeinsam mit der Lebensmittelindustrie, den Ländern und der Landwirtschaft werde an einer Lösung gearbeitet. Lösungen braucht es wohl auch für das Müllproblem, das diese Welt unzweifelhaft hat. Dazu gehören ganz wesentlich die Elektrogeräte. Das kennen wir wohl fast alle. Sehr oft werden die Geräte dann einfach neu angeschafft. Die Produktion hat jedenfalls stark zugenommen. Das hinterlässt dann freilich riesige Berge an Altgeräten, an Elektroschrott. Wiederverwertet wird davon nur das Wenigste.
Ein neuer Fernseher, ein neues Mobiltelefon, ein neues Fitnessgadget. Neue Geräte sind schnell gekauft, landen heutzutage aber auch ebenso schnell wieder in der Schublade und bald danach auf dem Schrottplatz. Jeder Mensch in Europa entsorgt im Durchschnitt 17,6 Kilogramm Elektroschrott pro Jahr. Mehr als die Hälfte davon landet unrecycelt im Hausmüll und wandert auf die Deponie. Das Grundproblem beginnt ja auch schon damit, Biomüll, Verpackungsmüll, Restmüll wird alles vor der Haustür gesammelt. Elektroschrott, dem ja der Ruf vorauseilt, wertvoll zu sein, wird aber nicht an der Haustür gesammelt. Wir müssen damit zum Recyclingcenter gehen. Wir müssen damit zu dem Verbrauchermarkt gehen, wo wir Produkte gekauft haben. Schätzungen zufolge gehen so Jahr für Jahr mehrere hunderttausend Tonnen Rohstoffe wie Gold, Nickel und Kupfer verloren, die dann als Giftstoffe die Böden um die Mülldeponien herum belasten. Der Report weist darauf hin, dass durch die zunehmende Digitalisierung künftig noch mehr Elektroschrott entstehen wird. Im Jahr 2030 geschätzt 80 Millionen Tonnen pro Jahr. Nach den vielen Krisen und schlechten Nachrichten wollen wir uns in dieser Sendung auch noch um das Glück kümmern, beziehungsweise wo man es am ehesten findet. Eins sei schon verraten, im Norden eher als im Süden. Gleich mehr dazu nach den Meldungen. Der irische Ministerpräsident Leo Varadkar hat überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Auch den Posten als Chef der Regierungspartei Fine Gael werde er abgeben, teilt Varadkar heute in Dublin mit. Er trete sowohl aus persönlichen als auch aus politischen Gründen ab. Mehr dazu machte er nicht publik. Der Start der neuen Ausbildung für Lehrer und Lehrerinnen wird um ein Jahr verschoben. Damit sollen die Hochschulen mehr Zeit haben, diese umzusetzen. Künftig soll das Studium für angehende Pädagogen und Pädagoginnen 3 Jahre Bachelor und 2 Jahre Master umfassen. Egal ob für die Volksschule, die Mittelschule oder das Gymnasium. Mehr als 1300 rassistische Vorfälle wurden dem Verein Zara für Zivilcourage und Antirassismusarbeit 2023 gemeldet, wie der jährliche Report zeigt. Ein Rückgang im Vergleich zum Jahr davor. Allerdings gäbe es eine hohe Dunkelziffer, was Alltagsrassismus betrifft. Die Polizei hat eine Raubserie klären können, bei der männliche Opfer reihenweise betäubt und dann ausgeraubt wurden. Über eine Dating-Plattform wurde der Kontakt zu den Männern hergestellt. 2 Frauen und 1 Mann sind in Haft. 10 Delikte können der ungarischen Bande bisher zugeordnet werden. Der Schaden beträgt 90.000 Euro. In diesen Minuten wird eines der größten Kulturereignisse im deutschsprachigen Raum eröffnet, die Leipziger Buchmesse. Schwerpunktland sind heuer die Niederlande, gemeinsam mit Flandern. Und thematisch steht die liberale Demokratie im Mittelpunkt und die Frage, wie man sie stärken kann. Demokratie wählen jetzt. Dieser Slogan ist das Herz der Leipziger Buchmesse im Superwahljahr 2024. Bei der heutigen Eröffnungspressekonferenz wurde deutlich, man positioniert sich entschieden politisch und das in einer Zeit, in der rechtes Gedankengut an Popularität gewinnt. Wir müssen unsere Demokratie verteidigen. Unsere Haltung ist insofern politisch, als wir als Leipziger Buchmesse ja immer schon standen und jetzt umso mehr stehen für Weltoffenheit, für Dialog, für respektvollen Austausch und für die Vielfalt der Meinungen. Für all das steht auch der deutsch-israelische Philosoph Omri Böhm. Ihm wird in diesem Jahr der Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung verliehen, traditionell zum Auftakt der Buchmesse. All humans. Ich vertrete einen universellen Humanismus und sehe es als eine Verpflichtung der Demokratien an, auf die Gleichheit aller Menschen zu bestehen. Die Leipziger Buchmesse 2024, sie verspricht jedenfalls, debattenreich zu werden. So, und jetzt wenden wir uns noch dem Glück zu. Eine Gruppe von Meinungsforschern hat gemeinsam mit der UNO wieder den Weltglücksbericht vorgelegt. Und da zeigt sich, zum 7. Mal sind angeblich die Menschen in Finnland die glücklichsten auf der ganzen Erde. Auch wenn der Winter in Finnland lange dauert und es damit auch ziemlich oft dunkel ist, die Menschen sind offenbar trotzdem sehr zufrieden. Aber die genauen Gründe legt der Bericht nicht offen. Schlüsselfaktoren werden genannt, etwa ein gutes Sozialsystem, hohes Einkommen, Freiheit und keine Korruption. Nach Finnland folgen Dänemark, Island und Schweden. Österreich ist von Platz 11 auf Platz 14 abgerutscht.
kommt mir jetzt ein bisschen unterbewertet eigentlich vor, weil bei uns ist schon schön, aber Glück ist halt auch Ansichtssache. Aber Glück haben durchaus auch die Skifahrer, die können nämlich trotz Frühlingsbeginn noch durchaus gut Trainingsrennen fahren. In Saalbach sind sie gleich im Sport. Markus Watzak präsentiert die weiteren Aussichten und wir melden uns dann morgen gerne wieder. Auf Wiedersehen.